In diesem Video schauen wir uns an, wie wir mit Premiumize den Voice-over-IP-Service nutzen können. Dazu gehe ich hier oben in meinem Account, in dem ich jetzt schon eingeloggt, gehe hier oben auf Services, auf Voice-over-IP und klicke hier, wenn ich noch keinen habe, erstmal auf Create Account. Als nächstes klicke ich hier auf Activate My Balance. Jetzt sind quasi 10 Euro auf den Account geladen. Hier ist auch Benutzername und Passwort gleich mitgegeben. Man kann jetzt, wie hier empfohlen, die Android-App nehmen oder iOS-App oder die Windows-App. Es gibt aber auch Standard-Apps und die bevorzuge ich. Hier unten hat man die Serverdaten angegeben und oben hat man ja seine Login-Daten. Ganz kurz nochmal zu den Preisen. Man hat 1000 Fair-Use-Punkte im Monat und 1 Euro-Cent. Entspricht einem Fair-Use-Punkt. Wenn wir jetzt mal bei Deutschland bleiben, ich schau mal hier. Wie man sieht, zahlt man bei Deutschland ins Festnetz 1 Cent pro Minute und bei 1000 Fair-Use-Points wären das eben 1000 Minuten, die man da vertelefonieren könnte. Ins Mobilnetz sind es 3 Cent pro Minute. Ist zum Beispiel ziemlich praktisch, wenn man sich im Ausland aufhält. Auf dem Handy verwende ich die Zollper-App. Und hier bin ich nun in Einstellungen und unter Konten kann ich dann mein Premiumize-Konto hinzufügen. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier schon zwei Konten drin. Das Premiumize-Konto lösche ich jetzt mal. Und füge es oben mit Konto hinzufügen neu hinzu. Bestätige, dass ich bereits einen Account habe. Und sage jetzt hier Manual Configuration. Hier wähle ich SIP aus. Und Kontonamen kann ich frei wählen, den nenne ich jetzt hier zum Beispiel mal Premiumize. Beim Host muss ich jetzt genau das eintragen, was von Premiumize vorgegeben wird. Da wird eine IP eingetragen, die habe ich hier mal rechts eingeblendet. Und mit einem Doppelpunkt folgt dann der Port. Der ist auch bei Premiumize angegeben. Beim Usernamen muss ich also genau das eingeben, was auch bei Premiumize als Voice-over-IP-Username angegeben wird. Und beim Passwort dann das Passwort, das im Klartext auf der Webseite von Premiumize steht. Das war's auch schon. Jetzt kann ich hier auf Speichern gehen. Wenn der grüne Haken da ist, ist der Account verbunden. Und jetzt kann ich mit der Zollper-App ganz normal telefonieren. Ich kann hier auf Dialer gehen, eine ganz normale Telefonnummer wählen oder gehe eben auf Kontakte und habe Zugriff auf mein komplettes Adressbuch.